Willkommen zurück und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldom, zu einem neuen Part Pokémon Die Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Ich bin hier in der Arena von, weiß ich nicht genau, jedenfalls ist hier der Arenaleiter Turner. Gegen ihn werde ich heute kämpfen. Gegen ihn haben wir schon im letzten Part gekämpft. Heute schlage ich zurück und ich habe meine Pokémon ein wenig trainiert und wir werden ihm jetzt volle Pulle ins Gesicht hauen. Nein, Spaß. Wir werden ihn zurückschlagen und wir werden ihn besiegen und wir werden den nächsten Orden sammeln und weiterziehen ins Abenteuer. Los geht's! Also, ich bin einmal so frei und werde mich selbst von deinen Fähigkeiten überzeugen, nachdem Arena-Leiter Kamener ja solch einen Gefallen an dir gefunden hat. Das las man schon im letzten Part vor. Aus dem letzten Part, da habe ich das bereits verlesen. Aber schadet ja nicht, wenn ich jetzt nochmal vorlese. So, jetzt haben wir hier Lutz. Eine Vollausstattung. Oh, das sieht ganz gut aus. Folterknecht, natürlich. Was denn doch sonst? Samenbomben. Attacke. Das hat wohl was gebracht. Setzt nochmal Kratzfurie ein. Ja, das ist natürlich Hyperkrankheit. Das hätte ich wissen müssen. Okay. Knirscher. So. Ich behaupte mich, indem ich Samenbomben einsetze. Als Gegenzug. Und das war auch klar. Ich werde meinen Trank einsetzen. Von denen habe ich zu Genüge. Auf Lager. Level 20. Die ich mir Offspeeden beim Training besorgt. So. Ich wollte auf Lutz einen Übertrank einsetzen, nicht auf meinen. Ach so, ja. War klar. Wusste ich natürlich. War natürlich nur ein kleiner Scherz. So. Mal wieder Samenbomben einsetzen. Oder auch nicht. Bis es knattert. Und hier wird so lange gekämpft, bis es vorbei ist. Na komm. Ich weiß, du bist verwirrt, aber es ist trotzdem kein Grund, sich selbst zu verletzen. Komm schon. Knirscher. Na ordentlich. Hast du gut gemacht, Lutz. Oh Mann. Was soll ich denn da machen? Ich habe den noch mehrere Male schon fast besiegt. Na los, Max. Vielleicht kannst du hier irgendetwas bringen. Heimzahlung, zahl es ihm heim. Gib es ihm zurück. Was verwirrt? So ein Mist. Oh, hier wird irgendwie wieso, was? Und was passiert hier? Endlich besiegt. Alle gleich verwirrt. Von so einem leichten Gegner hier. Na, so leicht scheint er dann doch nicht zu sein. Mabera, Nebrana, achso, Nebrana. Ach, damit. Okay, ein Wasser-Pokémon. Schön, dass mein Pflanzen-Pokémon gerade abgekratzt ist. Ich will ja nicht sagen, aber vielleicht jetzt mal benutzen können. Das Wasser-Pokémon. Ja, das Pflanzen-Pokémon. Gut, dass ich auch noch kein Wasser-Pokémon im Team habe. Das muss ich so schnellst möglich nach dieser Arena fangen. Ich glaube, in der Nähe von dieser Arena kann ich, glaube ich, gar keinen Wasser-Pokémon fangen. Aber gut, nicht die Tränke vergessen. Die sind wesentlich. Hypertrank. So. Ordentlich. Yeah.
Naja. Heimzahlung vielleicht? Bitte? Nö. Das war nix. Ansatz mit X. Das war wohl nix. Und er heilt sich immer weiter. Das ist nicht zu glauben. Vielleicht muss mir irgendwie mal meinen Blattspuck mal heilen. Das wäre vielleicht eine Sache, gute Sache. Mal mit einem Blattspuckmann zu kämpfen, das ist vielleicht nicht sehr dumm. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Ja, ist gleich wieder komplett geil. Weißt du, wie ich sowas nenne? Das ist einfach mal scheiße. Scheiße nenne ich das Ganze. So, Tafelwasser hat man eingesetzt. Bekommen wir ja in jeder Arena eine verabreicht. Ist aber auch nervig hier mit diesem Selbstheilen. Das ist, ich habe doch auch keine Attacken. Nein, doch, ich habe eine Attacke, die mich selbst heilt. Aber ich mache es doch nicht. So aus wie bin ich doch nicht. Ach, komm schon. Das hat doch fast nichts gemacht. Was soll ich denn tun? Dieser wurde besiegt. Und er heilt sich immer weiter. Ja, wieso auch nicht? So, Lutz. Tu dein Ding. Pflanzen-Pokémon gegen Wasser-Pokémon. Und wird es wohl möglich sein, da etwas anzurichten. Okay. Und Samenbomben. Los. Los, 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 los. Mach ihn alle. Dankeschön. Labor. Ich bleibe erstmal in der Runde drin. Mal sehen, was passiert. Ein bisschen Respekt kriege ich da schon. Ich setze mal lieber noch ein Tafelwasser ein. Sieht nicht sehr gut aus. Nein, 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 nein. Nein. Das war's wohl. Steinhagel. Ach ja, die Attacke kann ich mir doch daran erinnern aus dem letzten Part. Na toll, jetzt nur noch Ben übrig und der wird von der Attacke komplett zerstört. Hey, halt aus, los Ben. Los Ben, irgendwas. Ein Brandstempel. Mach's fertig. Downwetter. Ja gut. Mach's fertig. Du bist Level 34 und der Level 31. Wird möglich sein. Noch einmal Brandstempel. Dampfwalze. Nein, 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 nein. Ihr habt es ja gerade selbst gesehen, so kurz vorm. Ja, genau so. Den Text kennen wir. Auf geht's. Zwergi vs. Turner. Jetzt aber bitte ein bisschen Konzentration. Das dürfen wir doch mal beim dritten Anlauf mal hinkriegen. Thank you.
Dieser Kampf scheint mich maximal zu überfordern. Vielleicht habe ich einfach die falschen Pokémon gewählt und einfach das falsche Team zusammengestellt, aber gut. Nicht die Arena, aber da kann ich mich an was anderes erinnern. Hier gibt es etwas, das ich haben will. Jetzt verschwinde da mal, Milady. Hallo, toll, dass du hier bist. Möchtest du etwas Schönes haben? Ja. Und wenn ja, dann zeig mir doch mal ein Pokémon mit Level 30 oder höher. Wow, wie heftig. Du bist mir ja vielleicht eine Marke. Ja, das ist für dich. Zwei hält Expertengurt. Und was auch immer. Diese Medizin stammt aus dem Ausland und wirkt sehr sagenhaft gut. Sie schmeckt leider etwas bitter, so dass die Pokémon sich sträuben. Und wenn sie es einnehmen sollten, die wäre. Es gibt eine wundersame Medizin, die Pokémon mit wieder munter macht. Willkommen, kann ich helfen? Genau das habe ich gesucht. Heilpuder gibt es hier. Ein bitteres medizinisches Pulver, das alle Statusprobleme eines Pokémon aufhebt. Energiestaub. Ein bitteres medizinisches Pulver, das die KP eines Pokémon um 50 Punkte auffüllt. Kraftwurzel, eine bittere Wurzel, die füllt die KP eines Pokémon um 200 Punkte auf. Und das Beste, das Vitalkraut, ein bitteres medizinisches Kraut, das kampfunfähige Pokémon belebt und die KP vollständig auffüllt. Also was wie ein Top-Beleber, bloß in Krautform. Ich kann mir 7 davon leisten, her damit. Das Zeug ist einfach geil. Ersatz für den Top-Beleber. Top-Beleber. Ab geht's in den Kampf. Jetzt könnte ich es durchaus mal schaffen. Ja, ich entschuldige mich für meinen mangelnden Skill. Wie jedes Mal. In jedem Spiel. Ist aber nun mal so. Und so bin ich halt. Game over, Junge. Game over. Das letzte Pokémon war diesmal das hier. Nach Ewigkeiten habe ich es geschafft. Nach Jahrtausenden. Verstehe, das gefällt mir natürlich gar nicht. Obwohl du so jung bist, ist das wirklich ansehnlich, was du im Kampf so zeigst. Da kann ich schon verstehen, dass es Leute gibt, die dir Talent zu schreiben. Hier, das ist für dich. Geil, der nächste Ohren. Das war jetzt der, wievielte? Der 5. müsste das jetzt sein. Seismo-Ohren. Damit hast du nun also 5 Ohren. Was? Damit gehorchen die jetzt Pokémon bis zu dem Level von 60. Und dann wollte ich dir auch noch diese technische Maschine geben, oder? Ich habe sie vorhin... Da habe ich... Egal, irgendwas sagt er da, irgendwas... Eine Kleinigkeit zu erledigen. Begib dich doch bitte auf Route 6 und warte dort vor der Höhle auf mich. Was könnte TM? Erst vor Route 6. Na dann gehen wir mal zur Route 6. Auf geht's. Und war wirklich. Oh, der Weg ist nicht mehr versperrt. Jetzt können wir hier durch. Jetzt nach oben. Müssen wir ohne Umwege hier einfach durchgehen. Und du so noch ein abschließendes Wort. Ich fände es toll, wenn du manchmal den Ohren betrachten würdest, den du dir bekommen hast und an deine Kämpfe bis bei uns zurückdenkst. Mache ich, werde ich tun. So, weiter geht's. Können wir ja schnell ins Pokémon Center. Und dann gehen wir weiter. Dort hinten kenne ich schon ein wenig, aber noch nicht ganz. Ich habe da schon ein bisschen trainiert. Hallo, Zwergi. Da kommt Bell. Du, erzähl doch mal, warst du in der Arena? Kann das sein? Ja, ich war in der Arena. Kannst du mir glauben? War, da hast du ihn ja, den Arena-Orden von Maria City. Wahnsinn, der ist ja echt klasse. Aber halt, ich darf nicht immer nur tatenlos deine Erfolge bestaunen, sondern ich muss gegen dich kämpfen, genau. Was soll sie denn auch sonst machen?
Ich bin schließlich selbst ein Trainer. Los, es ist Zeit für einen Kampf. Ich hatte nicht gerade genug Kämpfer, also ich habe heute noch zu wenige Kämpfer. Ja, her damit. Ich brauche noch mehr Kämpfe. Hier, alles los in einem Part. Alles 100 Kämpfer am besten hintereinander in einem Part. Und gerne doch. So, Samenbomben. Machen wir halt weiter. Kämpfen wir halt auch ein bisschen gegen Bell. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade einen Arena-Leiter besiegt. Dann sehen wir jetzt gleich den nächsten Trainer, starken Trainer. Ja, Karimark besiegt. Na, stark ist eine Sache, aber ich hole nicht leicht. Also weiter kämpfen. Wen haben wir da? Yves Rosier. Versuch's mal mit Katzfurie. Oder auch nicht. Oder auch doch. So, ich dachte, das ist besiegt. Ja, bringt nicht sehr viel. Ich sehe es ja ein. Wies vielleicht. Ja, wird nichts mehr draus. Slam erledigt jetzt mein Lutz. So, jetzt kann mal Ben kommen und das Ganze hier mal regeln. Pflanzen-Pokémon versus Feuer-Pokémon. Wir kennen das Ergebnis von Feuersäule. Oder erstmal Igel, Samen und dann Feuersäule. So, zack, zack, zack. Und weiterkämpfen. Oha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Egal, vielleicht kriegt es Armstoß auch hin. Nassmacher, okay, ja, das ist jetzt nicht das Beste. Stärke des Feuers wurde geschwächt. Auch für Armstoß bringt das jetzt keinen Abzug. Kann man jetzt effektiv erachten. Die Gesamt schadet denn, okay. Noch einmal Armstoß, dann haben wir das. Wieselwasser. Ich habe so das Gefühl, dass das schlecht für mich ist. Okay, na, so schlecht war es gar nicht. Hops. Sugudamark besiegt. Okay, drei Punkte haben wir auch schon besiegt. Weiterkämpfen. Sieht sehr gut aus. Sehr positiv für mich. Vorwarnung von so einem Niveau-Rabe. Ein Pokémon noch. Das letzte Pokémon ist das. Nice. Ich dachte, ich habe jetzt wieder zu kämpfen und zu bangen und zu... Mir fällt kein Wort mehr ein. Ich dachte, es wird jetzt ein schwerer Kampf. Ein Brandstempel. Los, mach's fertig. Dann haben wir den Kampf endlich mal hinter uns. Was siehst du denn hier noch? Ein totes Ben sehen. Okay, ja. Zum Glück haben wir ja keine Wettstopp regeln. Das wäre ja noch ein Spaß. Wenn sie noch irgendwelche Regeln drin hätte. Jetzt ob es nicht schon schwer genug für mich ist. Heimzahlung. Das werde ich nie wieder machen. Letzte noch regeln. Ich habe mich sowieso nicht dran gehalten. Ja, nie wieder ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht mehr dieses Jahr. Und wahrscheinlich auch nicht mehr ein Pokémon Ultra, sondern unter Ultra Mond. Ich werde die Spiele einfach genießen. Und die Unterschiede aufweisen, die dort in Pokémon Ultra Mond anscheinend existieren. Sollen ja welche existieren. Heimzahlung. Ich zahle es dir heim. In der gesamten Kraft. Und was du Ben angetan hast. So. Jetzt auch mal mit einem Bodycheck. Okay, das dauert hier noch ein bisschen. Max wurde besiegt. Wie wär's denn mit dieser? Okay, ja. Die ist jetzt das schwächste Glied in der Kette, aber Luftstrahl vielleicht eventuell? Natürlich ein Hypertank. So gehört sich's ja. Ja, ich bin dann mal weg, Leute. Ich bin dann mal im Urlaub. Macht mal schon mal ohne mich weiter.
Nee, ich heile natürlich erstmal Ben. So, und dann mit dem Zauber-Item und dann Ben, komm mal hinein, komm mal her, erledigst du mal das für mich. So, und einmal ordentlich verbrühen das Teil, mach's fertig, grill es, grill das doch nie, wo war, zack. Ich wollte gerade ordentlich sagen, aber ordentlich ist das nicht. Vielleicht Feuersäulen. Ja, ich hab da nicht mit falsch gelegen, dass dieser Kampf ein bisschen zäher wird. Armstoß. Auf jeden Fall bringt Armstoß gar nichts. Alles klar. Und ich habe ja noch Lisa. Ich dachte, ich bin schon im Game Over. Nadine. Einmal noch das Vitalkraut auf Ben einsetzen. Vielleicht schaffen wir es dann irgendwann mal in 2 Stunden oder in 3 oder in 4. Oder morgen erst oder erst um Weihnachten. Weihnachten sind wir dann. Zum Weihnachtsspecial sind wir dann. Rechtzeitig fertig, denke ich. Das wird schon. Die Sommertour muss dann leider absagen. Tut mir leid, aber war beschäftigt mit einem Pokémon-Kampf. Waren dann schöne Ferien. Endlich ist mal der andere verwirrt. Finde ich gut. Ich wollte eigentlich, dass du mich umbringst und dass ich dann mal Ben einsetzen kann, also ein bisschen so suizidär, aber jetzt mach doch mal. Weil Lisa kann ja irgendwie nichts mit dazu bringen. So, Ben, der hat noch wenige KP ist das gegenüber. Enttäusch mich nicht. Dann setz einmal Brandschnäppe ein und regel das Ganze mal ordentlich. Habe ich nicht gerade ordentlich gesagt. Einmal Bodycheck, vielleicht bringt das ja was. Dankeschön. Haben wir es jetzt auch mal geschafft. Ja, ich und mein Team. Beste Freunde für immer. Freunde für immer. Unser letzter Kampf liegt schon eine Zeit zurück, Zwergi. Den haben wir gerade eben bestritten, aber egal. Du bist echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger behaupten. Ich weiß nicht, wie das ich sagen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass du genau verstehst, was in den Pokémon vor sich geht. Weißt du was, Zwergi? Ich gebe dir eine meiner VM ab. Zwergi erhält das Item Fliegen. Nice! Das kann ich durchaus gebrauchen. Die hat es mein Papa in Rhino City gegeben, damit ich jederzeit zurück nach Hause kehren kann, wenn mich das Heim packt. Davon gehe ich zumindest aus. Aber dann sollte ich Scheren wohl besser auch eine abtreten, nicht wahr? Also gut, Zwergi, man sieht sich. Jo, das war ich zu befürchten. Bezweifeln würde ich sagen, aber das wird passieren. Das ist meine Befürchtung, dass wir uns nochmal sehen. Ich gebe mal jemanden schnell das Item Fliegen. Das können wir Lisa mal Fliegen beigebracht. Ordentlich. Nennt sich Lisa. Und nee, mal lieber nicht. So kann ich mich an der einfach vorbeischleichen. Ja, sieht so aus. Und dann geht's da hinauf. An ihr vorbei. Ich schleiche mich einfach an allen Trainern vorbei. Genauso hört sich das. Oha. So. Hier haben wir ein Item. Hypertrank.
kann ich gebrauchen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Und das noch ein Item, das hole ich mir. Das greife mir Elixier, auch wenn es nur ein Elixier ist. Ein wildes Pokémon. Keine Verwendung gerade für dich. Und was ist denn hier drin? Oh, ein Labor. Es gibt Pokémon, die nach Jahreszeit ihr Aussehen verändern. Ob man in diesem Fall wohl auch eine Art Entwicklung sprechen kann, weiß ich nicht. Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Willkommen im Jahreszeitenforschungsinstitut. Hinter Maria City liegt der Wendelberg, auf dem je nach Jahreszeiten Schnee liegt. Wir nun ja erforschen hier den Einfluss der Jahreszeiten auf die Natur. In der Gegend findet man das Pokémon Sisukis richtig. Es verändert je nach Jahreszeit sein Aussehen faszinierend, oder? Wir hoffen etwas über die hochkomplexe Beziehung zwischen Pokémon, Wetter und Jahreszeiten zu erfahren, indem wir das Pokémon erforschen. Nun ja, daher haben wir auch ein Klimasystem entwickelt, mit dem wir Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und noch viel kontrollieren können. Solange die Jahreszeiten können wir damit, sogar die Jahreszeiten können wir damit bestimmen. So weit, so gut. Nur haben wir leider nicht die Zeit, einen Sisukids einzufangen. Meinst du, du könntest vielleicht einen Sisukids für uns einfangen? Falls dir das möglich ist, dann bring doch bitte eins hier ins Institut. Wenn wir die Veränderung bei deinem Sisukids verifiziert haben, fangen wir uns selbst an Sisukids dieser Jahreszeit. Na, soll ich mir dein Sisukids ansehen? Nein, ich habe leider noch keins. Verstehe, dabei würdest du uns damit wirklich ungemein bei unserer Forschungsarbeit helfen. Mag ja sein, aber ich habe anderes zu tun. Und du so, wirst mich wieder zum Kampf herausfordern. Immer. Item im Gras. Ich muss dann, glaube ich, mal... Was zum... Ein Tarnpignon. Okay. Und was ein verrücktes Pokémon. Die gehen mir aus den Augen. Was? Weg bist du. Ein Blattstein gefunden. Okay, und das andere Item hole ich mir gar nicht erst. Ich weiß, dass das sowas von ein Pokémon ist. Und je. Oha. Ja, wo sind wir jetzt hier? Das war's im Wasser. Ja, ich muss langsam mal mit dem Part aufhören. Die Panero-Höhle hier auf Route 6. Dort soll ein sagenhaftes Pokémon leben, das einst alle Pokémon der einer Region vor die Flammen bewahrt hat. Falls du die Attacke surferst, die ist dir erlaubt, über das Wasser zu leiten, triffst du besagtes Kubalorium womöglich. Okay. Was in dem Haus ist, will ich gar nicht wissen. Ich gehe einfach weiter. Okay, hier haben wir die Elektrolithöhle. Klingt ziemlich elektrisch. Da wollte doch der Trainer auf uns warten, der Arenaleiter. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich beende hier an dieser Stelle den Part. Ich speichere wohl. Gebt diesem Video einen Däumchen nach oben da, soll es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und ja, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Lasst auch, das habe ich schon gesagt, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Ja, haut, Renner.